Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf dem PC auf der nordfriesischen Marsch zur Karotten-Challenge. Ja, Teil 2. Neue Aufnahme. Ich habe beim letzten Mal noch ein bisschen weiter gespielt. Momentan sieht es so aus, dass die ersten schon unterwegs sind. Unkraut bekämpfen. Das ist alles schon angesät. Also Feld 14, 20, 2 und 3 fehlt noch komplett und 5. Und Feld 4 ist noch einer unterwegs. Die anderen haben die Felder fertig gemacht. Stehen noch dort auf den Feldern rum. Die müssen wir noch umsetzen, damit die nächsten Felder machen können. Wir sind jetzt ingame bei 12 Uhr. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir bei ein bisschen was nach 8 Uhr aufgehört. Und wir haben natürlich schon auf den ersten Feldern Unkraut. Was sonst? Auf Feld 15. Du musst Unkraut schon bekämpfen. Oder striegeln, du besser gesagt, auf 15. Ja, und 16, 17, 18 müssen wir komplett machen. Auf 19 habe ich schon ein bisschen Unkraut bekämpft. Auch gestriegelt. War nicht das ganze Feld. Also es wird nochmal kommen auf der 19. Genau, der hier ist mit Standardhelfer unterwegs. Den schicken wir natürlich gleich wieder los, dass der hier weitermachen kann. Der hier ist fertig gewesen. Mit dem fahren wir runter zur 16. Aber eigentlich müssen wir auch nicht fahren. Wir könnten ja auch einen Kurs generieren, den einfach dorthin schicken. Mal kurz im Hof vorbei. Ich weiß nicht, wie kaputt der Striegel ist. Bäcker reparieren wir auch gleich noch mit. Und natürlich das Gewicht. Ja, natürlich. Neues Cosplay. Aktuelle Version von heute früh. Heute heißt bei mir Freitag. Ich denke mal, die Folge wird morgen kommen. Denn bei Cosplay ist ja die Benutzeroberfläche geändert worden. Der Kursgenerator ist jetzt hier vorne, nicht mehr hier hinten, wie es erst war. Kann man noch andere Sachen einstellen, Bahn versetzen, das gleiche. Es ist, finde, ein bisschen aufgeräumter geworden. Mir gefällt es fast so besser. Man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, dass verschiedene Sachen woanders angeordnet sind, aber ansonsten passt das eigentlich schon. Arbeitsbreite vom Gerät passt auch, steht jetzt hier unten, 15,2 Meter. Wir machen natürlich eins weniger, ist klar. Wir wollen hier unten auf Feld 16. Wir fahren auf 16 hier vorne ein auf der Feldeinfahrt, also werden wir hier beginnen. Also wählen wir das als Position.
ein Vorgewende würde eigentlich reichen. Wir machen aber mal zwei im Uhrzeigersinn. Vorgewendebahn zuerst, natürlich scharfe Kanten. Und dann werden wir den ganzen Fall generieren. Und dann hängen wir noch einen Kurs hinten dran. Und zwar Hof zu 16. Und da hoffe ich mal, dass er alleine dorthin fährt. Und mit seiner Arbeit beginnt. Kurs werde ich nicht speichern. Weil, weiß ich nicht, lasst sich gerne die Striegel auch mit Standardhelfer fahren. Das funktioniert genauso gut. Dann muss nicht so viel geladen werden. Ja, hier auf Feld 16, auf Feld 12 ist fertig. Das war ja unsere Amazone. Die werden wir jetzt zurückschicken. Also die hat Feld 16 und Feld 12 gemacht. Die schicken wir jetzt zurück zum Hof. Und die soll dort auf dem Hof erstmal parken. Die schicken wir mal auf P1. Ne, muss ja eh sauber gemacht werden. Geht auf P2. Ja, hier ist auch fertig. Den schicken wir auch erstmal zum Hof. Hier müssen wir natürlich am ersten Wegpunkt anfangen. Weil sonst will ich ja querfeld einfahren. So, der hat Feld 6 fertig angesät. Feld 5 muss natürlich noch gemacht werden. Das wird der ja gleich erledigen. Der Kurs kommt erstmal raus. Aber ich glaube, genau, Feld 5 hat man auch noch keinen Kurs. Feld 5 wollen wir hier unten enden, weil ich hier unten ausfahre. Also lassen wir dort beginnen, den Kurs. Natürlich drei Vorgewände bei der Seemaschine. 3, 8,9 Meter passt. Im Uhrzeigersinn. Natürlich die Feldreihen zuerst und natürlich scharf. Und da sollte das eigentlich so passen. So, und natürlich von Feld 5 zum Hof, dass er sich Dünger und Saatgut holen könnte. Oh ja, könnte man hier drüben scrollen. Das müssten wir noch einrichten. So, Dünger und Saatgut. Und vom Hof zur 5. Dann sollte der Kurs eigentlich passen, genau. Den speichern wir natürlich.
Und natürlich einen richtigen Ordner. Und dann könnt ihr hier schon weitermachen. Das ist der, der auf Feld 4 fährt. Den brauchen wir einfach nur da einstellen. Der muss noch Feld 14 machen. Sollten wir eigenen Kurs haben. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch, weil er muss eigentlich in die andere Richtung. Da lang sollte es eigentlich gehen. Ja, und die letzte Sämaschine, die ist natürlich auch mit Feld 13 auch fertig gewesen. Die werden wir jetzt rüber auf die 3 schicken. Oder nehmen wir lassen den die 2 machen. Ich muss ehrlich sagen, der beste Trecker eigentlich so mit Kursplay anzusehen, ist eigentlich der T8 von New Holland. Er macht so die wenigsten Probleme. Die John Deere haben teilweise vorne ein relativ langes Gewicht, setzen und Kram manchmal auf, wenn sie so ein bisschen drüber fahren. Und hier die Valtra, die heben die Sämaschine teilweise nicht richtig. Und sehen dann einfach bei Wänden weiter. Achso, ich muss ja gar nicht dorthin. Den können wir ja einfach weiterfahren lassen. Bloß den Kurs raus. Feld 2 rein. Dann müssten doch mal hier unten schon welche angekommen sein. Einer ist schon da. Wieder nicht der Dreck ab vom Gewicht. Die Sämaschine muss auf alle Fälle repariert werden. Ja, wo bleibt der zweite, den wir losgeschickt haben? Oder hat er sich verfahren?
dann schick mal den hier zur 3. Wenn der andere nicht wieder kommt. Halt, müssen natürlich Ansehen nehmen, nicht Überführung, wird's nix. Hier ist er doch. Wahrscheinlich wieder Umweg gefahren. Die Maschine reparieren wir auch gleich nochmal. So, der Waldrader drüben auf 2, der arbeitet schon. Den wir auf 16 geschickt haben, der hat auch angefangen. Der ist auch bald immer ringsrum. Dann werden wir den hier noch losschicken mit dem Striegel. Ritze stellen wir mal weg. Mit dem werden wir jetzt auf der 17 weitermachen. Da werden wir Standardhelfer einstellen. Jetzt irgendwas verloren. Ne, Gewicht ist auch noch dran. Oh, hier ist ja nur runde Ecke angesät, sind nicht so schön. Also ein Vorgewende oben und unten reicht, oder rechts und links, wie man das jetzt auch sehen mag.
Dann werden wir den losschicken. Der kann da ja selber arbeiten. Ach so, Feld 20 ist ja noch übrig. Kleinste Feld hätten wir fast noch vergessen. Denn hier sieht man das deutlich, was ich meine mit den unterschiedlichen Traktoren. Hier fährt ein Valtra. Der macht beim Wenden, senkt der immer schon die Maschine. Und hier drüben fährt ein T8. Der macht das nicht. Selbe Seemaschine dran. Das ist ein John Deere. Der macht das. Ist ja auch wieder ein Valtra auf der 2. Das ist ein John Deere, der macht das genauso wie der Valtra, der fängt auch immer beim Wenden schon an. Ein Trimotor 4 fährt auch ein T8, der macht das auch nicht, der macht eine exakte Kante. Ach so, hier sind wir natürlich mit Tempomat gefahren. Dann müssen wir den hier nochmal raus auf Feld 20. Wo will er hin? Ach so. Ist klar. Weil den hat man ja gesagt, er soll am ersten Wegpunkt anfangen. Darum sollte es besser funktionieren.
Da vorne kommt gerade ein Waldrat zurück. Der wird sich mal, denke ich mal, Dünger und Saatgut holen wollen. Ich habe natürlich hier vorne auch noch eine Tankstelle stehen. Dass, wenn die Cosplay-Fahrer zurückkommen, wenn Sprit fehlt, würden die auch selber nachtanken da vorne. Und vorne wird er sich noch Dünger holen. Da rennt das Geld wieder runter. Und dann müssen wir theoretisch mit Ansehen fertig sein. Wenn die Sämaschinen einmal durch sind. Aber da würde ich sagen, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Nächste Folge werden wir ein bisschen düngen, denke ich mal. Oder noch Unkraut bekämpfen. Ich denke mal, die ganzen oberen Felder wird überall noch Unkraut kommen. Also alles, was oberhalb Feld 9, also auch Feld 19, das war nicht komplett mit Unkraut. Gut, Feld 4 und Feld 1, 2, 3, die sehen wir jetzt erst an der 14. Eigentlich hatten wir auf der 19 1, 15, 16, 17, 18 nur Unkraut. Die anderen Felder werden alle noch kommen mit Unkraut. Aber müssen wir sehen. Kann mal da hier. Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Bis dahin und tschüss.